Hey! Entschuldigung? Tut mir leid, das ist eine Fälschung. Ah. Hey! Man zerbricht keine richtigen Diamanten. Entschuldigen Sie meine Irritation, aber ich kann Fälschung nicht ausstehen. Was soll dieser Unsinn? Ein falscher Diamant? So sehr liebst du mich also, Schatz? Das wusste ich nicht. Was Schatz. Ist damit? Hast du es von einem Obdachlosen gekauft? Bitte, Ruhe. Ich will keine gefälschten Geschenke. Man hat mich ausgetrickst. Anscheinend bin ich dir nicht wichtig genug. Ich bin dir völlig egal. Ich schwöre, ich bringe es in Ordnung. Ich bitte dich. Du fühlst nichts mehr für mich. Vielleicht ist unsere Liebe auch eine Fälschung. Andernfalls wäre diese Kette nämlich echt. Bitte, Alicia. Bitte, Alicia, hör mir zu. Wo ist die echte Kette? Oh, hat die Alte es also herausgefunden. Okay. Wann hast du es geschafft, sie zu stehlen? Als du mir die Kleider vom Leib gerissen hast. Ach, halt deinen Mund. Ich habe sie zufällig in deiner Tasche gefunden und dachte, sie sei für mich, aber sie war doch für deine Frau. Weißt du, ich mag sie nicht. So gar nicht. Hör mir zu. Ich werde jetzt... Das ist mal was Neues, na komm schon. Weißt du was? Behalt sie. Denn du brauchst sie. Vielleicht kannst du sie verkaufen und mal etwas Geld machen. Aber bitte ohne mich. Oh, machst du etwa Schluss mit mir? Ja, du bist eine Diebin. Und du bist ein Betrüger. Welch ein Paar. Halt den Mund. Alles, was zwischen uns passiert ist, war ein Fehler. Ein sehr großer Fehler. Du hast gesagt, du verlässt deine Frau und stattdessen kaufst du ihr einen Diamanten, der so groß ist wie eine Faust. Ich kann ihr einen Diamanten schenken, der so groß ist wie meine Eier, wenn ich das will. Weil ich hier der Daddy bin und ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen. Und ich werde auch nicht mehr für deine schicken Wohnungen bezahlen. Verstanden? Okay. Okay. Oh, pass auf, denn so leicht wirst du mich nicht los, Baby. Schatz, ich bin zu Hause. Heute ist der große Tag. Wir haben unterzeichnet. Liebling, schau dir diese Halskette an. Sie ist wie die, die ich von dir habe. Wir haben was unterzeichnet. Ihr Süßen, geht ins Bett, okay? Komm her. Hallo, Monika. Hallo. Diese junge Frau verkauft sie und bietet mir an, sie für die Hälfte des Preises zu kaufen. Wow. Also müssen wir sie kaufen. Na unbedingt. Sie ist doch perfekt für sie. Ja, sicher. Du bist so wunderschön, Schatz. Wir kaufen sie auf jeden Fall. Liebling, würdest du uns bitte einen Kaffee machen? Ja? Und in der Zwischenzeit werden wir über den Preis verhandeln. Na sicher. Ich bin gleich wieder da. Komm her. Hast du den Verstand verloren? Hm? Hier ist der Scheck für die Kette. Wirst du bezahlen? 1 Million? Ist das dein Ernst? Oh, und wie viel ist der Frieden deiner Familie wert? Hör mir zu. Keine Spielchen. Du hast 2 Optionen. Eine gute und eine schlechte. Und beide funktionieren für mich. Charmante Frau. Riesiges Einkommen. Offensichtlich 2 Kinder. Ein traumhaftes Leben. Und es kann zu Ende sein. So schade nicht. Das wagst du nicht. Das Schweigen und die Halskette. Deal? Nein. Also haben wir einen Deal? Ich überlege noch. Sagen Sie was, ich und Ihre Frau warten. Eine Sekunde bitte. Wissen Sie... Ich habe das Gefühl, dass ich Ihren Mann schon sehr lange kenne. Ach, wirklich? Ja, als hätten wir uns schon mal gesehen. Ja, ja, ja. Das höre ich ständig. Ja. Also. Da ist... Was ist da? Es ist...
Vielleicht ist es Marmelade. Ja, es ist Marmelade. Wir haben leckeren Kuchen im Büro. Also, haben wir einen Deal? Das ist es doch wert. Ein so schönes, glückliches Leben mit einer wunderschönen Halskette. Ich fürchte, wir sind uns nicht einig bei dem Preis. Naja, so schade. Ja, geht in euer Zimmer. Na los. Also ist die Entscheidung wohl gefallen? Wir können noch verhandeln. Und ich denke, Sie können einen kleinen Rabatt für uns machen. Okay? Immerhin, Sie wissen ja, könnten Sie einen Deal mit einem alten Freund von Ihnen machen? Irgendwie. Alter Freund? Ja. Nein, Schatzes. Nein, nur, ich meine, nur ein winziger Rabatt. Oh, meine, ich kann das bestimmt erklären. Ich wollte das Geheimnis gerade verraten. Halt die Klappe! Halt deinen Mund! Du bist das Schlimmste, was mir passieren konnte! Hau ab! Verschwinde! Hörst du das? Schatz, ich liebe sie überhaupt nicht. Kommt schon, Leute. Keine Sorge. Entspannt euch. Schatz. Und das war das letzte Mal, dass du mich angefasst hast, okay? Mein Anwalt verklagt dich bereits. Und du wirst ohne einen Pfennig in der Tasche dastehen, okay? Ich würde mich vielleicht nicht zu früh freuen. Diebstahl ist eine schwere Straftat. Oh, gerade rechtzeitig. Das ist Mr. Kasimir. Er ist Privatdetektiv. Diebstahl? Erpressung? Nötigung? Ich habe Mitleid mit dir, Mädchen. Schatz, bitte. Verzeih mir. Hast du wirklich gedacht, dass du mich die ganze Zeit anlügen könntest, ohne dass ich etwas ahne? Bitte, Schatz. Verzeih mir. Ist unsere Familie dieses Geld nicht wert? Wie konntest du uns betrügen? Schließlich waren unsere Kinder, unsere Liebe, unbezahlbar. Jetzt verschwinde.